Ja, wir nehmen den Spielstand. Und würde ich sagen, geht's weiter mit Hogwarts Legacy. Ich freue mich. Ich freue mich, ja. Ich nutze die Zeit auch gleich optimal. Ich krieg's nicht auf. Und dann würde ich sagen, Stößchen. Ah, okay. Ja, hi, schön, dass du uns winkst. Jetzt mal kurz wieder rausfinden, wie hier alles geht. Oh, Mondstein. Nice. Muss mal ganz kurz eine Sache umswitchen. So. Ich glaube, das dürfte jetzt so besser sein. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Was? Oh, hallo, hallo. Ach so. Was steht an? Was wollten wir machen? Gucken wir mal auf die Karte. Ah, wir sind. Stimmt, hier unten ging es ja noch so weiter und wir sind jetzt hier. Oh nein. Muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich würde sagen, weil es so schön ist, holen wir uns einfach mal noch die drei Aussichtspunkte. Ich gucke aber mal noch in die Aufträge rein. Dann glaube ich, machen wir einfach die Sebastian-Aufgabe weiter. Wollte das gerade noch ändern. So. Ich habe da auch gerade noch was gesehen. Ach, Talente. Okay, gut. So. Luftballons. Nice. Wunderprächtig. Wieso? Komme ich da nicht mit dem Besen hin? Soll ich dahin laufen? Echt? Aber wo ist der? Der muss doch irgendwo tiefer sein, wenn ich das, glaube ich, richtig sehe. Okay, gut. Ich glaube, dann lassen wir das erstmal mit dem. Was haben wir hier unten? Hier gibt es Kniesel.
könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Hier gibt es Kniesel. Ach Gott. Okay, gut, die lassen wir aber erstmal. Ach Gott, das ist süß. Dann entmarkern wir den. Und dann würde ich sagen, widmen wir uns erstmal. Was ist das? Widmen wir uns erstmal der Aufgabe. Das sollte ich untersuchen. Später. Wir untersuchen das später. Okay. Ah, das macht diese Laute. What is it? Oh Gott. Nein, bitte lass mich in Ruhe. Bitte lass mich in Ruhe. Das war jetzt gar nicht so die Mission, die ich hatte. Ich wollte nur gucken. Gucken ist doch wohl noch erlaubt. Hier gibt es eine Kiste. Aber hier brauchen wir bestimmt. Oh nein! Nice! Wunderprächtig. Ich ging jetzt davon aus, dass wir wahrscheinlich einen stärkeren brauchten. Vielleicht noch was erfolgreich mitgenommen. Wunderprächtig. Danke erneut für das Liefern dieser Tränke. Hoffentlich schön, Sie wiederzusehen. Gleichfalls. Wie kann ich heute behilflich sein? Was verkaufen Sie hier? Gucken wir uns mal die Waren an. Wonach suchen wir heute? Das können wir gleich mal noch verkaufen. Das kann ich gut gebrauchen. Und den Rest lassen wir mal noch. Ich weiß das zu schätzen. Was haben wir denn da ausgewählt? Die verfolgen wir erstmal nicht mehr weiter. Ich muss es neu auswählen. Okay. Machen diese. Und Tiefflieger. Heute sind wir mal kein Überflieger, heute sind wir mal Tiefflieger. Wo steckt der denn? Der hängt doch bestimmt in der Schule.
Wo wir hätten auch wahrscheinlich schnell hinreisen können. Gucken wir mal Karte von Hogwarts. Tatsächlich. Wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Ah. Ich guck gerade, aber wir müssen hier lang. Ich bin ja mal sehr gespannt. Muss mal kurz hochrutschen, dass ich hier nicht so im Stuhl versink. Wie die Story weitergeht. Was war denn? Ah! Cool. Erstmal kurz gucken, wie ich hier wieder. Okay, gut, wir müssen das ganz kurz bearbeiten. Und dann tricksen wir diese Kiste aus. Ich meine, 500 Münzen nehme ich doch gern. Ich finde das so cool. Mit diesen Kürbissen. Ich finde das richtig cool. Hier ist ein Zettelchen. Nice. Ich mag ihn nicht. Finde ihn sehr anstrengend. Weiß nicht. Ich mag ihn nicht. Okay, gut. Mal gucken. Immerhin haben wir jetzt noch mal neue Flammen. Sieht ja nice aus. Das sieht richtig cool aus. Hier war auch irgendwo ein. Hier ist er. Das Eulenpult. An diesem verzauberten Rednerpult halten die großen Schulleiterinnen und Schulleiter von Hogwarts sowie Professor Black ihre Reden. Cool. Und hier hinten haben wir auch gleich die Motte. Das war jetzt zwar nicht die Mission, aber immerhin. Cool. Können wir wenigstens was abhaken? Huch. Ich wollte gerade schon sagen. Verarsch mich nicht. Und hier war auch noch mal eine Seite. Decke der großen Halle. Die Decke der großen Halle wurde so verzaubert, dass sie den Himmel über dem Schloss abbildet. Oh, sieht schon sehr, sehr nice aus. Die dunklen Künste sollten gemieden werden. Es ist zu riskant. Na Alles, dann. was mit Salazar Slytherin zu tun hat, ist das Risiko wert. Ich bin anderer Meinung. Mehr sage ich nicht. Tut mir leid. Würde ich mal sagen. Ich gebe nicht auf. Hallo? Kann ich mit dir quatschen? Danke. Worüber haben Ominous und du gesprochen? Er macht sich lächerlich. Offenbar hat Salazar Slytherin ein geheimes Skriptorium hier in Hogwarts.
Ominous meint, es wurde für dunkle Künste genutzt, also hält er sich fern. Ich erinnerte ihn, dass Anne ein Heilmittel braucht. Das Skriptorium könnte die Antwort sein. Dunkle Künste sind gefährlich. Mich interessieren die dunklen Künste. Sie sind gefährlich, ja. Aber interessieren tut's uns auch irgendwie. Ominous hat recht. Sich mit den dunklen Künsten abzugeben, ist gefährlich. Hinter schwarzer Magie steckt mehr, als man ahnt. Die Gorns wissen das. Besser als die meisten. Vielleicht war das unpassend. Ominous Familiengeschichte ist zu persönlich. Du kannst es mir sagen? Du musst mir nichts sagen. Ich verstehe. Du musst es mir nicht sagen, wenn du nicht willst. An deiner Stelle würde ich Details wissen wollen. Es interessiert mich durchaus. Und du kannst mir auf jeden Fall vertrauen, wenn du etwas erzählen willst. Ominous lernte die schwarze Magie von seinen Eltern. Sagt dir der Cruciatus-Fluch etwas? Nee. Was bewirkt der Cruciatus-Fluch? Er ist bekannt als Folterfluch. Crucio. Er fügt dem Opfer heftige, unerträgliche Schmerzen zu. Seine Eltern und seine älteren Geschwister hatten keine Skrupel, aus Spaß Muggel damit zu quälen. Ominous beschrieb die Schreie der Opfer als entsetzlich. Als er als Kind zum ersten Mal den Zauber selbst ausführen sollte, brachte er es nicht über sich. Zur Strafe verzauberte seine Familie ihn damit. Die Qualen waren so groß, dass er bei der nächsten Aufforderung nachgab. Ich habe Ominous wiederholt versichert, dass er nicht anders konnte. Aber er hat sich immer noch nicht verziehen. Er hatte keine Wahl, würde ich sagen. Wie entsetzlich. Armer Ominous, er war doch noch ein Kind. Er sollte sich nichts vorwerfen. Nach diesem Vorfall wurde die Kluft zwischen Ominous und seiner Familie immer größer, bis ich auftauchte. Wenn er nicht in Hogwarts ist, ist er bei uns in Feldcroft. Ominous vertraut mir. Und meistens hört er dann auch auf mich. Ich erinnere ihn daran, wenn ich dem Skriptorium nachgehe. Ich schicke meine Eule. Bald habe ich Neuigkeiten. Ich werde Ominous schon noch umstimmen. Er wird es verstehen. Rebellio. Okay, interessant. Wieder was Neues erfahren. Ein Schloss, was wir öffnen können. Nice. Bitte was Gutes. Ja. So viel zu bitte was Gutes. Was sind das für Dinger? Auf einmal steppt hier der Bär oder was? Interessant. Ah, hier ist noch so ein Rätsel. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie die funktionieren. Es tut mir so leid. Ja gut, dann gucken wir mal kurz in die Aufträge. Was haben wir hier? Gut, die können wir nur bei Nacht sammeln. Sieht so aus, als sollte ich einen Drachenbrunnen finden. Der Baum im Hintergrund... Der Baum im Hintergrund lässt mich vermuten, dass es sich um einen Innenhof befindet. Was ist das? Dass er sich in einem Innenhof befindet. Eine Tür dahinter ist eingekreist. Finde den zweiten Orientierungspunkt von Arthurs Schatzkarte.
Dann haben wir doch bestimmt die Schatzkarte im Inventar. Ach, hier haben wir die Karte. Okay. Gucken wir einfach mal nach hier. Machen wir einfach mal flott Schnellreise dahin. Und schauen mal, ob wir vielleicht da irgendwas finden, was diesem zweiten Punkt ähnelt. Meine Familie macht jedes Jahr ein Koboldstein-Turnier. Es ist chaotisch, aber macht Spaß. Obwohl, könnten wir das noch aufschließen. Nice. Okay. Ah. Wieder so ein Rätsel. Wir müssen wirklich mal rausfinden, wie diese Rätsel funktionieren. Sag es mir, flüstere es mir ins Ohr. Ich werde mich nicht ärgern. Wie könnte ich bei dir das Gesicht verziehen, wenn nicht aus purer Freude? Okay. Wo sind wir denn hier? Okay. Wo sind wir und wo sind wir eben reingegangen? Okay, wir sind an diesem Raum. Verstanden. Hier gibt's gar nichts. Finde ich jetzt ein bisschen enttäuscht, dass es da nichts gibt. Diese Motte, die muss doch bestimmt irgendwo hier vorne dann sein. Wusste ich's doch. Wo war denn jetzt dieses Bild? Hier. Ach ja. Dürfen wir natürlich nicht vergessen. Hm.
Hier ist noch was. Die Glocken der drei Schwestern. Man sagt, die Glocken der drei Schwestern seien ein Tribut an drei gleichnamige, wunderschöne, steile Bergkämme, die sich majestätisch über eine Schlucht in Argyllshire? Ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht. Erheben. Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören. Sorry. Wenn sie im Schloss geläutet... Was? Gerüchten zufolge kann man sie in der Schlucht weit über das Hochland hinaus läuten hören, wenn sie im Schloss geläutet werden. Bisschen komisch, der Satzbau. Die Einheimischen sind seit Jahren über das geheimnisvolle Läuten verblüfft. Okay. Crazy? Glocken? Das ist kein Innenhof. Aber wir können ja den Besen nehmen. Und hier so ein bisschen umherdüsen. Und ein bisschen schauen, wo wir das finden, was wir suchen. Ich habe nämlich keine Ahnung, aber hehe, das sieht doch sehr danach aus. Ich komme immer näher. Hey, Onkel Roland lässt grüßen. Er fragt in der Eulenpost ständig nach dir. Okay. Revelio. Schön. Bin ich blöd? Hier ist doch irgendwo eine Kiste. Genial, oder? Okay. Also. Okay. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe hier so oft so vieles nicht. Dann gucken wir einfach noch mal ins Inventar. Ich glaube, diese Tür ist auf jeden Fall schon mal gemeint. Vorher öffnen wir noch die. Hm.